Wir sind auf der New York Auto Show und bei mir ist Ola Kalenius von Mercedes-Benz. Wir haben gerade gehört, Sie haben sensationelle Zahlen präsentiert. Wo sind denn momentan Märkte, wo Sie sagen, jawohl, das läuft alles super, und wo sind Märkte, wo Sie sagen, da könnten wir noch ein bisschen mehr Gas geben? 2015 war für uns ein Rekordjahr mit über 13% Wachstum weltweit, und wir haben auch sehr gut gestartet in 2016 mit zweistelligem Wachstum, sowohl im Januar als auch im Februar. Und nur, man muss sagen, das ist ein ausgewogenes Wachstum, sehr stark in Asien, aber auch in Europa und auch hier in Nordamerika. Nach Nordamerika haben Sie ja hier eine Handvoll Weltpremieren mitgebracht, als einer der wenigen Hersteller, der auch wirklich viel zeigt hier in New York. Warum? Wir haben 4 Weltpremieren mitgenommen hier nach New York. Das ist für uns eine wichtige Messe. Es ist auch eine sehr wichtige Publikumsmesse, mit sehr vielen von unseren Kunden schauen hier vorbei. Und unser Highlight ist natürlich das neue GLC Coupé. Jetzt haben wir hier ja ein SUV mit einem Coupé quasi geklont. Jetzt könnte man ja noch eine Stufe weitergehen. Ein lieber Freund von mir, Paris Bartor, ist ein riesen Cabrio-Fan, SUV-Fan und Coupé-Fan. Jetzt könnte man das Ganze vielleicht nochmal öffnen. Ist das eine Option? Mit dem GLC Coupé kriegen Sie einen Sportwagen und ein SUV, und zwar beides zusammen. Es ist eigentlich ein ideales Konzept. Wenn Sie aber offen fahren wollen, haben wir eine andere Weltpremiere mitgenommen, das neue C63 Cabriolet. Dann empfehlen Sie das Ihrem Freund. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.